Du musst in dieser Welt, die so reizübersteuert ist, musst du radikal gegensteuern. Dann brennst du nicht aus. Mit 40 musst du dieses gemacht haben, mit 50 musst du das gemacht haben. Was die Leute wirklich daran ausbrennt, ist die Gier. Immer alle wollen mehr. Ich weiß nicht, wie ich das noch durchstehen soll. Das ist alles so öde. Wenn ich nicht was Sinnvolles zu tun habe, dann ist mein Leben nicht sinnvoll. Du definierst doch, was gut ist. Das ist die fünfte Folge von 40 Plus, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber und ich setze mich hin gemeinsam mit Christian Peter Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Und wir besprechen die Probleme und Herausforderungen meiner Generation, also der Leute 40 plus. Diesmal geht es um das Thema Burnout und Boreout, also ausgebrannt, überfordert zu sein vom Leben, vom Beruf. Und da stellen wir uns natürlich die Frage zunächst, woher kommt das, dieses Ausgebranntsein beim Burnout? Und vor allen Dingen natürlich, was können wir dagegen tun? Auf der anderen Seite, was ist eigentlich mit Langeweile? Also macht uns die vielleicht auch kaputt? Was können wir dagegen tun, dass sie uns kaputt macht? Wie können wir uns lösen von den Erwartungen der Gesellschaft, die ständig da sind in unserem Hirn? Und ja, was hat das Hirn eigentlich damit zu tun? Darum geht's in unserer fünften Therapiesitzung. Der Begriff Burnout, der ist bei mir ins Leben reingerastet. Ich weiß nicht, ich glaube so vor 10, 15 Jahren das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und auch wenn ich kapiert habe relativ schnell, was damit gemeint sein könnte, war das noch eine Lebenssituation so mit Anfang, Mitte 30, wo ich persönlich damit eigentlich gar nichts anfangen konnte, weil ich habe gebrannt, ja, war weit davon entfernt, ausgebrannt zu sein, weil für alles, was ich getan habe, ich war so in der Startphase, Familie gründen, heiraten, beruflich auch, Freundeskreis, Veränderungen, wo lebe ich, wie lebe ich und so weiter und so fort. Deswegen war das so, wo ich mir gedacht habe, wie kann man überhaupt ausgebrannt sein, weil brennen ist doch super geil, ne? Das finde ich irgendwie schick. Und jetzt in der Mitte des Lebens, so mit 40 plus, Mitte, Ende 40, bekomme ich aber schon mit, dass das für viele Menschen scheinbar ein Burnout, ein Problem, ein Krankheitsbild, ein Symptom ist. Es ist kein Krankheitsbild, nein, es ist ein Symptomkomplex. Aber kein Krankheitsbild. Das muss man sagen, dass man ausgebrannt ist und irgendwann mal fertig ist. Aber heute wird ja Erschöpfung auch als Krankheit gesehen. Insofern muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Burnout kam damals, vor 10, 15 Jahren ins Leben, dadurch, dass man halt viele Patienten hatte, die sich depressiv fühlten. Aber depressiv klang so schlecht und deswegen hat man es Burnout genannt. Letztendlich ist die Burnout-Symptomatik ganz ähnlich wie eine mittelgradige Depression, sagt man. Und das klang nur einfach besser. Und vor allen Dingen das Schöne an der ganzen Geschichte war, weswegen man es gerne gesagt hat, weil es so klang, ich habe mich für die Arbeit aufgeopfert. Und das ist natürlich der Fehler, den man macht bei der ganzen Geschichte. Ich habe noch keinen einzigen Burnout-Patienten gesehen, der nur in der Arbeit kaputt gegangen ist. Sondern wenn jemand ausbrennt, dann brennt er aus, weil er privat auch nicht ausgependelt ist. Wenn du ein gutes Privatleben hast, brennst du nicht aus. Das Dumme ist nur, dass viele Leute dann im Arbeitsleben so viel arbeiten, dass sie eben auch ein kaputtes Privatleben haben. Das heißt, dass wir aber, also wenn man sich jetzt anschaut, wer hat diese Symptomatik, dann sind das schon Leute, dann fängt das schon an so mit 40 plus, ne? Oder hauptsächlich. Also wer hat die Symptomatik? Es haben auch welche Symptomatik, die haben nie im Leben was geschafft. Die sind einfach Trittbrettfahrer. Die haben einfach eine Chance gesehen, dass sie halt ganz früh sozusagen aus dem Arbeitsprozess rauskommen können. Und haben aber vorher nichts geleistet, muss man schon sehr differenzieren. Das andere, für die anderen ist es der Orden, ja, dass man gesagt, ich habe meine Gesundheit für die Arbeit geopfert. Ja, wobei, also dann lass uns mal diese Spezialfälle, die Trittbrettfahrer außen vor und gehen auf die Leute meiner Generation, 40 plus, die in den letzten 10, 15 Jahren auch so, also ich sage immer, das Leben wurde so massiv breiter. Ne? Du bist irgendwie gestartet mit im Privaten vielleicht Familie und dass du soziale Raschauer, sagt man dazu. Zwischen 30 und 50, wo man alles gleichzeitig will. Haus bauen, Karriere machen, Kinder kriegen, weil es einfach overloaded fürs Hirn ist. Dass du einfach so zu viele Sachen gleichzeitig willst. Also ist es zu viel, was ich auf der Kette, im Kopf, im Herzen mit mir rumtrage, mit 40 plus? Sind es zu viele Dinge? Ja, weil du zu viele Dinge auf einmal wolltest und willst.
Du teilst es nicht auf, du komprimierst dein Leben und sagst, in dieser Phase des Lebens will ich jetzt Kinder kriegen, da will ich halt auch gleichzeitig, will ich auch noch leben, aber ich will auch ein Haus bauen, ich will Karriere machen. Und wenn man das mal auffädelt, dann kann man sagen, das kann gar nicht gehen. Ja, aber es kann auch ja hintereinander nicht funktionieren. Also ich meine, du hast eine biologische... Also du als Mann hast einen großen Vorteil, du hast eine ganz weite biologische Radius. Wenn wir an Picasso denken, der noch mit über 80 Kinder gezeugt hat. Ja, also, aber auch da kommt... Bei dir ist es schon weit gestreut. Die Beispiele, ja, gibt es sicher. Ja. Aber wenn du sagst, mit einer gleichaltrigen Partnerin oder in etwa, ja, ja. Wenn es in der Partnerschaft um das Thema Familie gründen, so, dann ist das ein gewisses Zeitfenster. Dann ist aber auch eben genau das gleiche Zeitfenster, dass wenn du im Beruf was erreichen willst und wenn du dich irgendwie von der Ursprungsfamilie freigestrampelt hast, ja. Finanziell auf eigenen Beinen stehen willst oder musst. Das fällt alles in diese Zeitspanne rein. Von daher, das kannst du doch gar nicht anders organisieren, im Sinne von, erst mache ich das und das mache ich das und dann mache ich das, weil das eine ohne das andere nicht funktioniert. Nein, ist ja richtig. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen, aber du kannst es anders machen. Es geht ja nicht darum, dass man, muss ich denn wirklich so viel Karriere machen oder habe ich vielleicht meine Leiter an die falsche Wand gestellt? Muss ich denn wirklich 3 Kinder kriegen? Müssen es wirklich 5 Kinder sein? Muss es wirklich ein großes Haus sein? Die Frage ist, kann ich nicht alles meinen Erwartungen runternehmen? Na klar, ist das die Zeit, wo ich mich positionieren muss. Wer mit 40 keine Karriere gemacht hat, ist durch, sagt man. Für eine Führungsposition bist du ab 50 nicht mehr handelbar. Da weißt du, das ist die soziale Raschau. Aber muss ich wirklich diese Karriere machen? Muss ich wirklich, und vor allen Dingen, was ich bei allen Burnout-Patienten gesehen habe, ist immer, und was das Ziel ist, auch bei Burnout-Patienten, das Gleiche weitermachen, aber anders. Es geht nicht darum, das zu lassen. Das ist ja der Fehler auch, dass die dann krankgeschrieben werden, aus dem System genommen werden. Ich muss gucken, dass ich die Geschwindigkeit runternehme. Ich muss gucken, dass ich halt bei solchen Leuten schaue, eben, dass sie das Gleiche tun, aber eben wirklich mit einer anderen Geschwindigkeit. Und das Große und Wichtige ist halt eben, sie müssen sich privat auspendeln. Ja? Privat auspendeln, ja, gleich, aber ich muss auch es schaffen, mich von den Erwartungen des Umfeldes oder was so angesagt ist, du hast es ja gerade eben schon gesagt. Das sind meine Erwartungen. Ja, aber die werden ja von außen sowas von an dich rangetragen und definiert. Du hast es ja gerade eben selber gesagt, mit 40 musst du dieses gemacht haben, mit 50 musst du das gemacht haben, sonst ist nicht mehr das angesagt und so weiter. Das heißt, davon müsstest du dich ja... Meine Freiheit ist, dass ich das nicht übernehmen muss. Aber du hast diese Freiheit doch nicht. Du vielleicht nicht, ich hab's dir schon, natürlich. Ich kann mich doch du hast sie jetzt, du bist jetzt 70, pardon. Entschuldigung, das muss man nicht vor allen Leuten sagen. Ja, aber das muss man an der Stelle schon sagen, weil als du Mitte 40 warst, ja. Hattest du diese Freiheit doch auch nicht im Kopf. Als ich Mitte 40 war, da war ich total erfolgsgeil. Siehst du? Ja, da habe ich aber auch... Und dann ist dein privates Leben an Arsch gegangen. Ja, ist kaputt gegangen, ja. Du zahlst halt einen Preis. Ja, aber das ist auch nicht schön, das ist ja das, was aber wir nicht wollen. Aber immerhin bin ich nicht ausgebrannt. Und warum bin ich nicht ausgebrannt? Weil der Erfolg, der übrigens wieder... die ganzen Hormone gibt, die dich stabilisieren. Das heißt, wenn du halt wirklich Erfolg hast, beim Ausbrennen ist es ja ganz häufig so, dass die Leute eben arbeiten und arbeiten, aber sie sehen den Erfolg nicht. Verstehst du? Also das ist ja das, was ja... Ja, ich verstehe, aber ich verharre jetzt gerade bei dir, weil du sagst, in dieser Phase hast du Erfolge gehabt, aber du hast dein Privatleben, also deine Ehe, deine Familie... Wir haben alles vor die Wand gefahren. Alles vor die Wand gefahren, ja. Und das wollen wir doch nicht. Also mal ganz, oder das macht doch auch nicht glücklich. Nein, das macht nicht glücklich, aber das Ziel ist ja auch nicht unbedingt glücklich zu sein. Oh, schon? Nee? Nein, zufrieden finde ich es völlig ausreichend. Gut. Also, ja, ja. Und in dem Falle war ich so verbohrt, dass ich zufrieden war, dass ich ein toller, erfolgreicher Arzt war. Und habe die andere Sache gar nicht mehr gesehen. Und deswegen meine ich ja immer, also erfolgreiche Leute brennen in der Regel nur dann aus, wenn sie keinen Erfolg mehr haben. Also was sie haben, du hast diese Leute, die in der mittleren Ebene arbeiten, die wahnsinnig viel arbeiten, aber sie kommen nicht wirklich weiter. Nicht jeder aus der mittleren Ebene kann Vorstandsvorsitzender oder Vorstand werden oder so. Also wir scheitern an unseren eigenen Ansprüchen. Nein, in dieser Lebensphase. Wir scheitern, also wir machen uns kaputt mit unseren Ansprüchen, weil wir so viel wollen. Und dann scheitern wir auch daran, dass wir denken, ja, wir müssen aber mit diesem, was wir dann tun, wenn wir schon 80 Stunden arbeiten, wenn wir schon so viel tun, müssen wir auch Karriere machen können. Und das gelingt eben nur wenigen. Okay, was sollen wir da machen? Den wenigen, denen es gelingt, die brennen nicht aus. Die haben dann aber im Zweifelsfall halt ihre Familie vor die Wand gefahren. Ja. Männer wie Frauen. Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, wir haben ja auch ganz viele Ehen, die vor die Wand fahren. Und sie fahren nicht nur deswegen, aber auch deswegen vor die Wand.
Aber nochmal, um das zurückzufahren, also du brennst nicht aus, du kannst noch so viel arbeiten. Wenn es dir gleichzeitig gelingt, ein gutes Privatleben zu führen, dann bleibst du stabil. Wenn du eine gute Ehe hast, wenn du eine gute Beziehung mit Freundeskreis hast und so weiter, dann brennst du nicht aus. Nur das Dumme bei der Burnout-Diagnose ist, dass man immer nur auf den Arbeitsbereich fokussiert. Warum macht man das? Weil die Leute natürlich in der Therapie nichts erzählen wollen, was privat ist, und wollen nicht sagen, ich habe Schwierigkeiten in der Ehe und ich habe Schwierigkeiten dort und hier und ich habe Schwierigkeiten mit mir, sondern man sagt immer nur, der Arbeitgeber ist schuld und das Arbeitstempo ist schuld. Das ist einfach ein Märchen. Sondern wirklich ausbrennen tun Leute immer nur dann, wenn halt wirklich eben durch die Arbeit von mir aus, aber dann auch die Ehe kaputt geht und die anderen Beziehungen kaputt gehen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, und das ist auch bei mir so, mein Anspruch sozusagen in der Mitte des Lebens an mich selbst ist, ich will auf vielen Ebenen ein gutes Leben führen. Also ich möchte ein... Du definierst doch, was gut ist. Ja, aber das ist ja jetzt nicht so exotisch, wenn ich sage, klar möchte ich einen Job haben, im besten Fall, der mich ausfüllt, den ich einigermaßen mit Sinn behaften kann und ja. So. Und dann möchte ich aber auch ein Familienleben haben und eine Partnerschaft haben und einen Freundeskreis haben und ein soziales Leben haben, was alles irgendwie fein ist. Also ich möchte das eine ja nicht gegen das andere abwägen. So wie du gesagt hast, bei dir war das so, du hast mit Mitte, Ende 40 Vollgas gegeben, warst wahnsinnig erfolgreich in deinem Job als Psychiater, hast Klinik aufgemacht und hast du nicht gesehen, aber dein Privatleben ist an den Arsch gegangen. Das ist das, was ich nicht möchte und ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute in meinem Freundes- Ja, aber schau dir deinen Trick an, warum du es nicht möchtest und warum es auch klappt bei dir, weil du nicht Intendant werden willst. Ja. An dieser Stelle, ja. Ja. Nee, ist so. Ja, ist so. Du bist zufrieden, du pendelst dich ein, du hast viel gemacht, du machst viel, aber du bist zufrieden mit dem, was du hast. Aber da muss ich auch erst hinkommen. Ich kann dir schon sagen, dass es auf jeden Fall so eine Wellenbewegung in den letzten Jahren bei mir war, wo ich immer wieder, gerade jetzt in Bezug auf den Job, Situationen hatte, wo ich mir gedacht habe, so, hey, fuck, warum geht das irgendwie eigentlich nicht so weiter? Irgendwie, ne? Also warum geht es ja, warum werde ich nicht Star-Moderator? So, oder beispielsweise, was? Ja. Genau. Ja. Warum werde ich nicht Star-Moderator? Warum machen die anderen das? Und dann überhaupt erst zu der Erkenntnis kommen, okay, es ist meine Entscheidung, damit so umzugehen, dass ich ein Happy Life führe und sprich an diese Karrieresache einen Haken zu machen und sich, wie du sagst, zufrieden zu geben. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Was die Leute wirklich dann ausbrennt, ist die Gier. Es ist immer die Gier. Die Gier nach mehr Anerkennung. Bei anderen Leuten ist es die Gier nach mehr Geld oder ganz egal was. Aber die Leute treibt es immer weiter. Wir haben die Fähigkeit zur Zufriedenheit verloren. Du triffst kaum noch einen Menschen, der sagt einfach, so ist es gut. So ist es okay. Sondern immer alle wollen mehr. Aber wie komme ich da hin zu diesem Punkt, so ist es gut und ich will nicht mehr? Weil nochmal, wenn du in so einer Mühle drin bist, ist es schwierig, sich zu emanzipieren gegen die generelle, weiß ich nicht, Leistungsgesellschaft oder wie es auch immer heißt. Und zu sagen so, ey, macht ihr doch euren Scheiß. Ja? Die Generation Z heute macht das wunderbar. Also wir haben eine ganze Generation von Leuten, die sich völlig distanziert meiner Generation. Ja, das muss ich aber erst noch über ein paar Jahrzehnte weisen, ob die, wenn die in der Mitte des Lebens sind, damit dann auch noch so fein sind, wie sie das Leben haben. Die werden Probleme haben, die werden keinen Notarzt haben und keinen Bäcker um die Ecke, aber das ist egal. Aber auf jeden Fall schonen sie sich jetzt, also sie machen es besser. Das Wichtige ist aber, dass man halt wirklich nur ausbrennt, wenn man wirklich immer weiter und immer weiter will und wenn man die Grenze nicht sieht, wo die eigenen Fähigkeiten aufhören. Also auch zu sehen, dass ich mich selber überfordere und nicht weiter kann und diese Gier habe, dass ich halt denke, ich brauche noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das kann ich ja selbst entscheiden. Ich kann ja selbst entscheiden. Und was wir in der Therapie machen ist, wir versuchen den Patienten andere Normen zu vermitteln. Das heißt, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als Gier, als Geld, wichtiger sind als Karriere. Zum Beispiel in Familie. Und das Ganze, es gibt ein schönes Beispiel dafür, wenn du heute denkst, du musst immer weiter und immer weiter und da kommt jetzt hier ins Studio jemand rein und holt dich ans Telefon und du erfährst, dass deine Frau gerade einen Autounfall hatte und ist auf der Intensivstation und kämpft mit dem Leben. Weißt du, was dann ist? Dann ändert sich in der Sekunde deine ganze Wertigkeit. Dann ist alles nicht mehr wichtig. Sondern das Einzige, was dann noch wichtig ist, ist, dass seine Frau überlebt. Und das ist das, was ich mit Menschen immer erlebe bei uns in der Klinik, dass wenn Krankheit kommt, ändern sich alle Normen. Und das ist das beim Burnout. Mit einem Mal ist der Tank leer. Burnout ist ja nichts anderes als ein leerer Tank.
heißt aber ja. In der Logik, dass ich überhaupt erst merke oder den Groschen fallen merke in einer Extremsituation. Ja, ich brauche einen Knüppel zwischen die Ohren, bis ich wach werde, wie alle. Geht's nicht anders? Geht nur mit dem Knüppel? Das geht, ja, oder wir versuchen es als Therapie. Ich versuche es ja, deswegen mache ich ja provokative Therapie. Ich versuche den Knüppel ja vorher rauszuziehen. Ich sage den Leuten immer, muss. Es kommt ja aber keiner in die Therapie, wenn er nicht ein ernsthaftes Problem hat. Ja, eben, der muss den Knüppel erst gehabt haben. Und der Knüppel wäre in dem Falle Burnout, ich kann nicht mehr. Und das wird dann auch lange vor sich hergeschoben. Darüber hat Miriam Meckel ein sehr bekanntes Buch geschrieben, die ehemalige Lebenspartnerin von Anne Will, wo sie beschreibt, wie man ihr regelrecht den Stecker gezogen hat, wie einfach keine Kraft mehr da ist. Hirnbiologisch wissen wir das, es sind einfach keine Botenstoffe mehr da. Das Hirn ist leer, es wird die ganzen Gefühle werden nicht mehr verschaltet. Das ist übrigens das erste Symptom, woran man erkennt, dass man ausbrennt, ist, wenn man beim Autofahren kein Radio mehr hören kann. Wenn man mehr Ruhe braucht. Wir leben ja heute in so einer Welt der völligen Reizüberforderung und Überflutung. Und was wir brauchen, ist die radikale Gegenrichtung, ist die Reizarmut. Und das machen die Leute nicht. Die Leute machen heute gleichzeitig immer, also du findest ja auch kein Lokal mehr, wo Stille ist oder sonst was. Du wirst ja völlig überdudelt. Es gibt einen Ort. Ja? Der Friedhof. Ja, fast. Ja. Ist so. Also sowohl mit dem Friedhof habe ich Erfahrung, ja. Weil meine Mutter da seit 15 Jahren liegt. Deswegen gehe ich da oft hin und das ist so ein Ort, aber in Städten, obwohl ich kein Kirchgänger bin, wenn du in die Kirche gehst. Ja, wenn ich gerade eine Orgel spiele. Ja, oder wenn, nee, ich meine auch in die Kirche gehen, wenn kein Gottesdienst ist. Ja, ja. Aber geh in einer Großstadt, in die Kirche, ja. Mach hinter dir die Tür zu, ja. Das ist schon krass, du hast einen Riesenraum, ja. Der still ist. Ja, es wäre schön, wenn das so stimmen würde, weil in der Kirche sitzen heutzutage mindestens 10 Leute mit Kopfhörer. Wenn es eine besonders dolle Kirche ist, die sich zu besichtigen gilt, dann schon. Ja. So. Ja, also ja. Du findest kaum noch, also entscheidend ist halt, die Leute hauen sich voll mit Informationen, sie hauen sich den ganzen Tag voll. Dafür ist das Hirn nicht angelegt, ist völlig überfordert und dann schaltet es irgendwann ab. Das müssen wir uns erstmal klar machen. Das Hirn ist überfordert. Und wir verursachen das. Also wir sind ständig am Handy, wir sind im Netz, Reize von außen, es ist die ganze Zeit irgendwas los, passiert immer was Neues. Bum. Wer kann sich denn eigentlich an einen komplett ruhigen Moment erinnern? Also mir fällt da spontan auch lange keiner ein. Aber vielleicht sollten wir das alle öfter mal versuchen. Und da müssen wir jetzt natürlich auch schauen, wie kommen wir raus aus dieser ständigen Überforderung? Was können wir da konkret tun? Ich muss mich selbst ändern. Ich muss meine Ansprüche an mich verändern. Wenn ich weniger geil auf Anerkennung bin, wenn ich weniger geil auf Geld bin, wenn ich weniger geil auf Karriere bin, dann kann es mich nicht fressen. Und vor allen Dingen, wenn ich mich privat auspendle. Die Leute haben fast alle immer, ich kenne keinen Burnout, der nicht eine kaputte Ehe hatte und der nicht eine kaputte Familiensituation hatte. Und wenn man diesen Mikrokosmos wieder repariert, dann brennt man nicht aus. Wenn du ausreichend Sport machst, wenn du gut sozial verbunden bist, wenn du Freunde hast, wenn du lachst und sowas, wenn du da Botenstoffe bildest, brennst du nicht aus. Und die meisten Ausgebrannten sind immer die, die wirklich auch eben nicht ihr Ziel erreicht haben. Guck doch nach oben, die ganzen Vorstandsvorsitzenden. Da gibt es ganz wenige, die wegen Ausgebranntheit. Ich kenne jetzt nicht so viele Vorstandsvorsitzende, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Ich höre nur immer wieder, dass es auch Leute, die jahrzehntelang irgendwie oben mitspielen, dass es die dann irgendwann raushaut. Ja, weil sie nicht weiterkommen. Ja, ich will nochmal zurück. Aber das alles, was du sagst, also dieses Self-Care. Selbstachtsamkeit. Selbstachtsamkeit funktioniert, um einem Burnout entgegenzuwirken, dass, weil der Mensch faul und feige ist, wir Menschen faul und feige sind, machen das dann aber erst, wenn es zu spät ist. Ja. Wir sehen die Warnsignale nicht, wir sehen die Schlafstörungen nicht, wir sehen die innere Unruhe nicht, wir sehen nicht, dass wir halt schon bei kleinen Belastungen gereizt und ungeduldig sind. Diese kleinen Symptome sehen wir alle nicht. Das ganze System, das ist wie beim Autofahren, der Tank muss leer sein, das Auto muss stehen bleiben, dann hörst du auf zu fahren. Ja, und deswegen ist dein Appell an dieser Stelle, ich meine, das ist relativ logisch, das ist ja auch keine tief irre Erkenntnis, Leute einen Gang runterschalten und zwar früh genug, wenn ihr die ersten Symptome, die du gerade eben beschrieben hast, wenn wir die an uns erkennen, dann einen Gang runterschalten und dann wird's schon. Ich stelle mir das aber trotzdem schwierig vor, nochmal, weil
du sagst die Erwartung, die ich an mich selber habe, aber ich lebe in einem Konstrukt, wenn ich in Deutschland lebe, in der westlichen schicken Industriewelt, dann lebe ich einfach in einem Kontext, der... In einem Konsumdenken. Ja, total, vom Konsumdenken und von mehr und weiter und höher nach wie vor geprägt ist, auch wenn es genug Leute gibt. Ich meine, die Buchauslage ist voll mit den Ratgebern, irgendwie Downshifting, Dingsbums, Tralala, Digital Detox, whatever was, ist alles voll. Also verkauft sich hervorragend. Auch also, da gibt es eine. Alles ziemlich schwachsinnig. Ja. Aber am Ende des Tages machen, tun es dann doch die wenigsten. Auch wenn wir es ja wissen. Klassiker. Das merkt ihr ja auch an der Art, wie ich gerade spreche. Dieses Ja, ich weiß ja das und was ich etwas tun kann, aber ich krieg's nicht hin. Also in der Realität. Also wie komme ich da rein, es dann wirklich zu tun, verdammt nochmal? Also was können und müssen wir konkret tun? Und da versucht der Docs, das nochmal deutlicher klarzumachen. Du kannst deinen Mikrokosmos ändern. Du kannst da gucken, dass du halt wieder die Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Partner, zu deinen Freunden stabilisierst, auch wenn die Arbeit schlecht ist. Und das Schlimme ist, dass die Burnout-Patienten fast immer Patienten sind, die versuchen, am Arbeitsplatz zu verändern, da genau, wo man nichts ändern kann. Du kannst nichts tun, dass weniger Leute dann die gleiche Arbeit machen müssen. Aber ich kann was tun dafür, wenn ich mehr arbeiten muss, dass ich halt privat gegensteuere. Zum Beispiel mit Reizarmut. Zum Beispiel, dass ich eben meine Leute, meine Patienten, meine Klienten müssen jeden Tag 10 Minuten lang am Tag einfach an den See gehen, also bei uns ist nur mal der Bodensee, auf den See gucken und kein Geräusch hören. Ja? Oder zum Beispiel handyfreien Abend machen. Oder eben zum Beispiel einen PC-freien Abend machen. All das, dass ich die Reize runternehme. Oder eben gar keinen, also kein Fernsehen, kein gar nichts. Du musst in dieser Welt, die so reizübersteuert ist, musst du radikal gegensteuern. Dann brennst du nicht aus. Und das sehe ich bei allen Patienten, die ich bisher gehabt habe, sowohl privat als auch eben ansonsten völlige Reizüberflutung. Ja, das ist keine Küchenpsychologie. Jetzt. Nein, das ist, also ich nehme mit, reizärmer leben. Reizreduktion. Ja. Reizreduktion. Ja. Und möchte jetzt aber vom Burnout. Und das Privatleben korrigieren, bitteschön auch. Privatleben korrigieren, das heißt, ein Burnout hat nicht zwangsläufig oder überhaupt nicht nur was mit der Arbeit zu tun, sondern mit der Gesamtsituation. Mikrokosmos. Wenn du abgearbeitet nach Hause kommst und wirst von einem System empfangen, was dir Geborgenheit gibt und Herzlichkeit und Wärme, dann tankst du. Ja. Ja. Okay, soweit die Theorie. Ob das dann im Alltag klappt, da wage ich mal ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Aber dann gibt es ja noch das komplette Gegenteil, den Bore-out, also vor Langeweile kaputt gehen. Und dazu eine kleine Anekdote von mir. Man glaubt ja immer so, die Leute, die in den Medien arbeiten, die haben so geile Jobs und so und ist alles total abwechslungsreich und immer total fordernd und sinnstiftend und sinnerfüllend. Ist es nicht immer? Also ich kenne Kolleginnen und Kollegen, bei denen das definitiv auf Strecke nicht immer der Fall ist. Bei mir war das eben auch schon so. Ich hatte die Situation, ich hatte einen tollen Arbeitsplatz, 10 Jahre lang in Baden-Baden. Wirklich eine Sendung, die ich sehr geliebt habe, Kolleginnen und Kollegen geliebt habe und das ging mir leicht von der Hand. Das hat Spaß gemacht. Macht es halt wirklich, also total komfortabel war das. Ja. Und weil ich aber in Baden-Baden nicht gelebt habe, sondern nur der Arbeit wegen in Baden-Baden, so eine Woche im Monat in Baden-Baden war, kam dann nach Jahren, also 10 Jahre habe ich es insgesamt gemacht, aber ich würde sagen spätestens so nach 8,5 Jahren, dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, so boah, das ist so überhaupt keine Herausforderung mehr. Für mich. Ja. Und ich will nicht sagen, das langweilt mich, aber ich habe auf einmal gemerkt, so ey, krass, so die zweite Hälfte des Tages sitze ich rum und werde echt traurig. Ja, weil du ganz offensichtlich jemand bist, der muss immer was machen, sonst wird er traurig. Das ist ja schon mal die Voraussetzung dafür. Es gibt ja Menschen, die können sich dann erholen. Aber du scheinst ja jemand zu sein, der braucht die Aktivität. Man würde jetzt als Psychiater sagen, die Menschen, die am meisten Aktivität machen, brauchen das deswegen, weil sie vor ihren Gefühlen flüchten. Du bist natürlich ein sehr emotionaler Mensch, stellst dich deinen Gefühlen, das meine ich jetzt natürlich ironisch. Das heißt, okay, wir werden... Was von den beiden meinst du jetzt ironisch? Ich meine das ironisch, dass du durch deine ganzen Aktivitäten vor deinen Gefühlen... Wegrennst. Ja. Und dass, wenn du dann stehen bleibst, wenn du dann wenn es boring kommt,
dann bleiben wir ja stehen und dann kommen natürlich die Gefühle. Und dann kommen auch die Traurigkeit. Wenn ich nicht was Sinnvolles zu tun habe, dann ist mein Leben nicht sinnvoll. Ja. Ja, wenn ich das nicht füllen kann. Ich muss doch jetzt irgendwas machen. Ich kann doch nicht einfach hier rumsitzen. Nur einfach. Das können zum Beispiel südliche Länder können das hervorragend. Da klingelt es jetzt im wie die Geschichte mit dem Fischer, die kennst du ja auch. Nein, pass auf, bevor du mit der Geschichte mit dem Fischer kommst, bin ich gerade amüsiert an Situationen. Und bei meiner Frau wird es jetzt klingeln, weil wie oft komme ich dann irgendwie an einem Tag, an dem ich, sage ich mal, zu Hause bin, dann irgendwie vorbei und sage so, und was soll ich jetzt machen? Was kann ich jetzt tun? Also wenn ich die Wäsche aufgehängt habe, gesaugt habe. Den Rasen gemäht. Es ist so, kein Scheiß. Du wäschst, wenn ich zu Hause bin, aber vielleicht gar nicht aufgrund meines Gutmenschentums, weil ich aktiv sein will. Ja, du kannst ich will mit dir nicht anfangen, Ja, das ist so eine wunderbare, also in Deutschland so eine Mentalität, man darf auch während der Woche, stell dir mal vor, du wohnst irgendwo in so einer Reihenhaus und gehst dann nach Mittwochnachmittag einfach mit dem Liegestuhl in den Garten und legst dich dahin. Da kommen sofort die Nachbarn und sagen, was ist mit dem los? Geht's dem so gut? Ja? Muss wenigstens Schraubenzieher in der Hand haben. Also das Gefühl, es ist etwas in unserem Kopf drin, dass wir halt, wir müssen ständig etwas machen, sonst sind wir nichts, sonst sind wir nicht sinnvoll. Also das die Zeit dann, sinnvoll nutzen. Ja, sinnvoll nutzen. Und was sinnvoll ist, das ist auch Wäsche waschen dabei, aber ganz, aber Hauptsache, ich tue etwas. Ja. Und manchmal kann es, mein bester Workshop war mal mit einer Bank, wo ich halt eine ganze Woche mit denen auf der Hütte nichts gemacht habe. Die sind mir fast ans Genick gesprungen. Weil sie gesagt, und nach später haben sie begriffen, heute schreiben sie mir und sagen, es war der beste Workshop, den wir je gemacht haben, weil wir gelernt haben, dass gerade im Nichtstun das Sinnvollste passiert. Also, dass wir immer diesen Gedanken haben, warum, was treibt dich denn, dass du immer was machen musst? Und was wir immer sehen ist, wenn du dann stehen bleibst, dann kommt die Traurigkeit. Ja, dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht sinnvoll. Ich mache nichts Vernünftiges. Ein ganz bekannter Philosoph, Blaise Pascal, hat mal gesagt, alles Unglück im Leben kommt daher, dass Menschen, weil Menschen nicht ruhig in einem Zimmer sitzen können. Und das finde ich einen sehr schönen Spruch. Und das passt auch gut zum Bohr-Syndrom. Weil da hat man ja Zeit, man hätte mal Zeit, ruhig in einem Zimmer zu sitzen. Ich habe ganz viele Leute, auch Klienten, alle meine Manager, die können keinen Moment der Ruhe ertragen. Immer muss das Leben gefüllt sein. Und das ist etwas, was uns wirklich die ganze Zeit treibt. Und deswegen halten wir. Kannst du dich langweilen? Langweilig mal. Bohr-Syndrom ist ja richtig langweilig. Ja. Und wie schön ist Langeweile. Guck mal, wie ruhig du bist. Wie schön ist Langeweile. Ich weiß vom Kopf her, dass das durchaus sinnvoll ist. Und auch in Bezug auf Kindererziehung weiß ich, dass viele Rufe es gibt nach dem Motto, ey, schau doch mal, dass sich die Kinder auch langweilen, das ist was Gutes, da kann auch was Gutes entstehen und so weiter. Und dass sie nicht ständig am Smartphone hängen oder du als Eltern ständig ein Programm machst, ne? Irgendwie, sondern die dürfen sich auch gerne mal, was haben wir uns früher als Kinder gelangweilt nachmittags? Ja. Langeweile ist was unheimlich Schönes. Mal. Nein, nicht mal. Was mal? Du meinst ungefähr eine Zahl, ja, einmal im Monat? Oder ja, so, ne? Aber so, wenn das halt, also jetzt in Bezug zum Beispiel auf die Arbeit, wenn das chronisch wird, sich über Wochen, Monate, Jahre hinzieht, dann muss man doch daran was ändern. Ja, aber dann ändert das auch selber was dran. Das heißt, du kriegst ja jetzt vom Sender in dem Falle vorgeschrieben, du hast diesen Rahmen und der Sender erlaubt dir, du hast dann 10 freie Stunden, also 10 langweilige Stunden die Woche. Bist du aber, wir Menschen sind alle gewohnt, dass uns der Arbeitgeber die Strukturen vorgeben muss. Was hält mich davon ab, diese 10 Stunden für mich sinnvoll zu füllen? Also mein Beispiel, mal wunderbare Bücher zu lesen. Stell dir das mal vor, außer in Baden-Baden zu sitzen auf der Promenade und irgendwelche Leute anzugucken. Also, People-Watching ist eine schöne Sache, das habe ich auch sehr lange gerne gemacht und ich habe da auch viel, also über Jahre vieles gemacht. Ich habe mit dem Motorrad geliehen, bin durch den Schwarzwald gefahren, bin mit dem Rennrad durch den Schwarzwald gefahren, mit dem Mountainbike durch den Schwarzwald gefahren, habe mich mit einem Kumpel getroffen, bin viel ins Kino gegangen und so weiter. Doch, also da war schon auch viel. Also was man füllen kann. Das Entscheidende ist ja, wir fangen ja uns dann an zu langweilen, wenn der von außen nicht gefüllt wird. Du hast ja deinen Platz bekommen, weil dein Arbeitgeber gesagt hat, du hast da Zeit. Und dann warst du, Florian, hilflos und hast gesagt, ja, mit der Zeit kann ich doch nicht selber was anfangen. Also es geht darum, dass ich mir sage, wow, ich kriege Zeit, also gucke ich mal, was ich damit machen kann. Ich bin jetzt jemand, ich langweile mich ausgesprochen gerne, ich bin sozusagen der Oberlangweiler, aber du bist halt jemand, der fährt dann gern Rad oder ich würde auch gerne lesen.
Man könnte sich in Baden-Baden herrlich mit Kunst beschäftigen. Ich könnte dir viele Vorschläge machen, was du in dieser freien Zeit hättest machen können. Sinnvolles, wenn wir das unbedingt so nennen wollen. Ja, das, guck mal, jetzt habe ich einmal schon böse gesagt, sage ich aber nochmal, du bist rein biografisch an einer anderen Stelle im Leben. Ja. Versuch du dich selber zurück. Wir reden ja auch viel über meine Generation, die jetzt so 40 plus, zwischen 40 und 50 da irgendwie unterwegs ist und so eine Mischung hat zwischen noch das Gefühl, gebrannt zu haben und so weiter. Und dann sind wir jetzt in der Mitte des Lebens, die einen ausgebrannt, die anderen aber brennen vielleicht vor Langeweile oder Unterforderung im Job oder im Privaten aus. Das kann man vielleicht nicht mit so einer Ruhe und Gelassenheit hinnehmen. Wie, du meinst, weil ich wenn man, Rentner bin, ja? Ja, naja, weil du ja auch in der Mitte deines Lebens noch entweder es gab kein Entweder-Oder, sondern nur Vollgas gegeben hast. Aber stell dir vor, hätte es da überhaupt die Möglichkeit gegeben, dass du mal dich langweilst? Ja, die hat es. Und zwar deswegen konnte ich Vollgas geben, weil ich ganz radikal und zwar sehr professionell mich wirklich bewusst gelangweilt habe. Deswegen bin ich in den Bregenzer Wald. Wie kann man sich denn professionell langweilen? Deswegen bin ich in den Bregenzer Wald gezogen, in ein Tal, wo es kein Geräusch gibt. Deswegen bin ich dahin gezogen, wo es auch nichts zu tun gibt. Und ich habe da nicht Holz gehackt wie meine Nachbarn oder sowas, die, wenn sie dann Zeit haben, sowas machen, weil das ja auch noch gut aussieht. Also sich bewusst gegensteuern, dann kann man volle Leistung bringen. Das wäre der eine Punkt. Das Schlimme, finde ich, bei dem Bohr-Syndrom ist, dass wir uns wirklich darüber beklagen, dass wir nichts zu tun kriegen. In dem Fall hättest du, also jetzt, das ist jetzt ein bisschen unschick, wenn ich das frage, aber ich frage es einfach mal, warum bist du nicht zu deinem Programmchef gegangen, hast gesagt, hör mal zu, ich habe da so viel freie Zeit, gib mir doch noch was. Ja, jetzt ist das, da kann ich dir sagen, also beim Funk und Fernsehen kein Wunschkonzert und man bekommt nicht irgendwie die Jobs hinterhergeschmissen, wenn man Wünsche anmeldet oder so. Nein, und wie gesagt, der Job an sich, der war ja auch gut, aber trotzdem auch nicht nur die freie Zeit, die dann danach kam im Laufe des Tages, sondern auch der Job an sich hat mich halt einfach auf binnen Jahren dann, sag ich mal, inhaltlich unterfordert und das bekomme ich auch gespiegelt aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es, wenn du da einfach lange in einem Job dabei bist, viele gibt, die sagen so, boah, ey, jetzt habe ich noch aber 20 Jahre vor mir und ich weiß nicht, wie ich das noch durchstehen soll. Das ist alles so öde. Dann sollten Sie zu mir in Therapie kommen, dann könnte ich Ihnen beibringen, wie schön es sein kann, wenn man lernt, etwas mit sich selbst anzufangen. Bohr-Syndrom ist für mich, sind immer nur Menschen, die können mit sich selbst nichts anfangen. Und was heißt denn, mit sich selbst was anzufangen? Mit sich selbst was anfangen bedeutet, dass wenn ich Zeit habe, für mich Dinge tun kann, aber das macht dich wieder nervös, wenn ich sage einfach, ich lese ein Buch oder ich schaue aus dem Fenster oder ich genieße die Ruhe. Oder ich mache einen schönen Spaziergang oder wir hatten auch schon mal über Beziehung gesprochen. Wenn man Beziehung hat, stell dir mal vor, du warst jetzt in Baden-Baden, glaube ich, nicht zu Hause. Nee. Aber du hättest die Zeit zum Beispiel gehabt, wenn du jetzt zu Hause gewesen wärst, hättest du schon Wäsche waschen können. Ja. Oder hättest vielleicht Zeit gehabt, mit deiner Frau Sex zu haben oder sonst was. Ja. Also du hättest die Zeit, schön, du hättest was anfangen können mit dir. Genau. Und es geht darum, dass wir halt, wenn wir solche Sachen haben, eben nicht darauf warten, dass die Umgebung, dass von außen was geändert wird, sondern dass wir sagen, ich will lernen, etwas mit mir anzufangen. Übrigens, das haben die meisten Menschen. Sie können mit sich selbst nichts anfangen, wenn sie nicht einen Plan kriegen, eine Struktur kriegen, was sie alles machen müssen. Wir haben die Fähigkeit, das haben Kinder früher gehabt. Früher konnten Kinder so vor sich hinspielen und haben mit sich selbst was angefangen und haben sich auch gar nicht gelangweilt. Das ist alles weg. Kinder von heute, zumindest die ich erlebe, wollen alle unterhalten werden. Ich bin ein großer Fan davon, dass man einfach so sein darf und dass ich einfach sage, jetzt okay, jetzt kann ich nichts mit mir anfangen, jetzt ist es so. Dann erzähl doch vielleicht zum Schluss noch, vielleicht führt die dahin deine Fischer-Anekdote, denn ich würde das einleiten damit, mit dem Bild, das ich im Kopf habe, ich war früher auch oft in Griechenland. Ja. So, weißt du, worauf ich vielleicht hinaus will? Und jemand, der noch nicht in Griechenland war, kennt das vielleicht klischeehaft von den Postkarten, wo du gerne mal so eine nette Taverne hast. Davor ist eine Bank und dann ist da eine Katze und dann sitzt da ein älterer Herr, der sitzt da einfach. Oder im Café Neon, so heißt es ja in Griechenland. Und es ist ja älterer und er Herr. Sitzt der ist ja auch pensioniert. Ja, es ist genau klischeehaft. Er sitzt sein. Da ja, und ja. Mittelmeer und Utopie, Camus, er sitzt da und tut nichts. Meine Geschichte ist von Heinrich Böll, die nennt sich Reduktion zur
Anekdote zur Reduktion der Arbeitsmoral. Die geht darum, dass ein Fischer morgens am Meer sitzt und guckt aufs Meer so um 10 Uhr morgens und raucht seine Zigarette. Und es kommt ein deutscher Tourist dazu und sagt und stellt sich so neben den Fischer und möchte Zigarette haben, kriegt die Zigarette und fängt das Reden an und sagt: Und waren Sie heute schon fischen? Und dann sagt der Fischer: Ja. Und dann sagt der deutsche Tourist: Und war der Fang gut? Sagt der Fischer: Ja. Und dann sagt der deutsche Tourist: Ja, aber es ist doch erst 10 Uhr. Fahren Sie noch mal raus? Sagt der Fischer: Nein. Der deutsche Tourist: Aber ja, wenn Sie noch mal rausfahren würden, dann hätten Sie jetzt, dann wären Sie um 1 wieder da, dann hätten Sie einen doppelten Fang. Und der deutsche Tourist, der kommt aus Schwaben, redet sich immer mehr in Rage die ganze Zeit und sagt: Wenn Sie dann noch mal raus und wieder reinfahren würden, stellen Sie vor, hätten Sie 5 Fänge am Tag. Und wenn Sie 5 Fänge am Tag hätten, dann können Sie noch ein Fischerboot kaufen. Und dann nachher, und dann reden Sie immer weiter in Rage und Sie können sich eine ganze Flotte kaufen. Und dann, wenn Sie Flotte haben, können Sie einen Hubschrauber kaufen, können gucken, wo die Fische sind. Und das können Sie dann alles machen. Und dann können Sie wirklich ganz große Geschichte machen. Und dann sagt der Fischer so ganz leise: Und dann? Und dann sagt der Mann: Ja, und dann könnten Sie doch einfach am Strand sitzen und Zigarette rauchen. Und dann sagt der Fischer: Ja, das mache ich ja schon. Ja. Und das ist diese schöne Geschichte davon, dass wir immer denken, wir müssen immer mehr machen, wir müssen immer was Sinnvolles machen, wir müssen so viel tun, wir können einfach mal wirklich nichts tun und ist es nicht gleich eine Krankheit. Weniger wollen, mehr sein und sich dann gerne ab und an mal langweilen. Ja, hey, langweilt euch doch mal. Im Nichtstun passiert Sinnvolles. Ich habe das nach der Sitzung gleich mal versucht und das ist ja immerhin schon mal ein Anfang. In der nächsten Sitzung geht es um das Suchen und hoffentlich auch Finden des Glücks.